Bögel, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft. Ja, herzlich willkommen hier. Im Altgriechischen heißt Stefan der Begrenzte, der Gekrönte. Heute konnte sich leider keiner der beiden Stefans diese Krone und diesen Kranz aufsetzen. 1-1. Sie haben es gesehen. Und ja, jetzt sind Sie beide da und dann würde ich den Stefan zu meiner Rechten, Stefan Bürger, bitten, seine Ansicht zum Spiel erstmal gut zu tun. Das ist meine humanistische Bildung. Begrenzt und gekrönt. Ja, begegnet. Die Mittel waren begrenzt. Normalerweise sind sie nicht begrenzt, da haben wir deutlich mehr zu bieten, als das, was wir heute gezeigt haben. Wir nehmen den Punkt natürlich, ist ja klar, Punkt für Punkt zu unserem Ziel. Die Art und Weise werden wir regeln, das ist zwar nicht kritisch gemeint, das ist einfach ein Fakt, dass wir besser spielen können und auch besser spielen wollen, um unsere Ziele zu erreichen, unsere Punkte zu machen. Und das stelle ich mir deutlich anders vor, als wir es heute gesehen haben. Nichtsdestotrotz haben wir das minimale Ziel erreicht, dass wir einfach auf Abstand halten und bereiten uns auf. Kommen Freitag vor gegen Mainz, das ist schwer genug. Danke. Auf Abstand halten heißt, also du schaust doch noch ein bisschen nach unten, oder? Gute Frage, ja, weil gehe ich als Wanderprediger gerne durch die Gegend und erkläre den Leuten, was die Ziele sind vom HFC, wo wir herkommen, wo wir hinwollen, dass wir das mit kleinen Schritten tun müssen und nicht mit irgendwelchen Riesenschritten. Ja, wir wissen, was wir können, wir wissen aber auch, was wir noch nicht können und dementsprechend sind wir bodenständig und bescheiden und sagen, wenn wir eine gute Runde zu Ende spielen, nächstes Jahr auch in der dritten Liga spielen, auf ordentlichem Niveau, dann haben wir schon den ersten Schritt getan und wenn wir nur weitermachen, nächstes Jahr. Genau das wollen wir auch tun, Stefan, nämlich in der dritten Liga spielen nächstes Jahr auf ordentlichem Niveau. Heute 1-1, deine Zusammenfassung. Ja, schönen guten Tag alle zusammen, auch drüben in die Windräume. Erste Viertelstunde sehr gut, sehr präsent, fußballerisch gut, flach über die Erde, zwischen die Ketten, genau wie wir es handeln. Wir gehen verdient in Führung und dann passiert was, was ich noch nicht so wirklich verstehen kann. Wir hören auf, Fußball zu spielen. Eigentlich schade, weil bis dahin hat es auch wirklich gut ausgesehen, hat wie Fußball ausgesehen. Und danach wurden wir passiver, haben den HFC zurück ins Spiel geholt, sind nicht draufgeblieben. Und so hat sich das Spiel ein bisschen verschoben. Wir hatten weniger Ballbesitz, allerdings ohne viel zuzulassen bis zum 1-1. Aber das 1-1 hat die Mannschaft schon getroffen. In der Kabine war eine relative Enttäuschung, eine Todesstille, als wäre irgendjemand gestorben. Und dann haben wir versucht, ihn wieder zu reanimieren und wieder dazu zu bringen, vernünftig Fußball zu spielen. In der zweiten Halbzeit war es dann wirklich dritte Liga-Abnutzungskampf von beiden Mannschaften. Und beide Mannschaften hatten so, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung auf diesen einen Moment, auf den Lucky Punch, der so ein Spiel dann halt manchmal entscheidet. Aber so richtig verdient, wenn man es ganz ehrlich nimmt, hätte es, glaube ich, keine von beiden Mannschaften heute gehabt, sondern der Punkt kann ein ganz wichtiger sein. Ich bin mit der Defensivleistung, wenn man bedenkt, dass Halle eine der besten, für mich eine der besten Offensivreihen hat, die Liga zu bieten hat, bin ich defensiv total einverstanden. Wir haben wenig zugelassen, wir haben gut verteidigt, wir haben ihre schnellen Leute gut im Griff gehabt. Offensiv war es zu wenig für ein Heimspiel, finde ich. Mal abgesehen von der ersten Viertelstunde haben wir in der zweiten Halbzeit auch fußballerisch nicht mehr so wirklich Mittel gefunden. Es war wirklich sehr intensives, zweikampforientiertes Spiel, aber jetzt kein Fußball-Leckerbissen. So nehmen wir beide den Punkt mit, ich glaube. Wie gesagt, ein Sieger hätte das Spiel nicht verdient. Dankeschön. Ja, danke Stefan. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Bitte schön. Herr Höger, Toni Lindenheim haben Sie trotz seines Tors und trotz eigentlich auch einer guten Leistung relativ früh wieder vom Platz genommen. Was waren da die Gründe? Also wenn ich richtig auf meine Uhr geguckt habe, war es 70. Minute, das ist relativ spät. Dafür, dass wir das dritte Spiel in wenigen Tagen haben und er einfach viel, viel geleistet hat, viel gearbeitet hat in den letzten Tagen. Dementsprechend wollte ich einen frischen Mann bringen, der nochmal die Räume läuft. Und gerade im Umschaltverhalten ist ja klar, dass er dann vielleicht nochmal
zum Ende hin was versucht, dass wir gerade im Rückwärts, in der Rückwärtsbewegung nochmal neue Kräfte bringen. Deswegen muss man. Bitte, Herr Windisch. Können Sie da die Schablone bei Sebastian Fiorella direkt drüberlegen, bei dem eben nicht gewesen, dass Sie ihn runtergenommen haben? Ja, bei mir ist es immer so, wenn es so in der 70. um die 70. rum unentschieden steht, bin ich eher ein Typ, der das Spiel gewinnen will, als anstatt den Punkt mitzunehmen. Jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass wir haben, aber wir haben halt einen zweiten Stürmer gebracht und haben auf 4-4-2 umgestellt, auch in der Hoffnung, weil der Ball halt oft in der Luft war, dass Schiemeier mit seiner körperlichen Präsenz vielleicht noch uns helfen kann in dem Spiel. Ja, das war eigentlich die Grundidee. Hat Juri sich neuerlich verletzt oder ist das, er war ja schon im ersten Durchgang, glaube ich, mal da einen mitbekommen? Nein, ich glaube bei Juri, da geht auch seiner Rücken hinten zu bei so intensiven Spielen. Ich glaube nicht, dass das ein Problem wäre als die nächsten Mal. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Asbach, Uralt, Groß-Sonnenhof, Groß-Asbach gegen Fortuna Köln 1-2-1. Kiel, Cottbus 1-2, Magdeburg, Rostock 4-1, Wiesbaden, Aalen 0-1, Würzburger Kickers, Werder Bremen 1-1, morgen noch 4 Spiele. Kurze Verbesserung, wahrscheinlich ändert sich das morgen noch, mal schauen, für uns von 16 auf 14 und ja, der HFC ist 10. Die Liga ist wahnsinnig eng da unten, 10 Mannschaften haben mittlerweile mit dem Abstieg zu tun. Ich klammere da mal bewusst den HFC aus. Aber Aalen auf Platz 11 mit 36 und der viertletzte Cottbus 31, Chemnitz dahinter 30. Also das ist schon wahnsinnig eng da unten. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Einen schönen Sonntag. Tschüss. Dögl, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft.